Ich habe mein erstes Kind mit 18 bekommen. Ich glaube, heutzutage ist das sehr früh. Die meisten bekommen ihr Kind wohl mit 30, dann, wenn sie ihre Träume gelebt haben, gereist sind, eine Ausbildung oder ihr Studium beendet und gearbeitet haben. Ich denke, das richtige Alter zum Kinderbekommen gibt es nicht. Das sollte wohl jedem Paar selbst überlassen werden. Sie wissen am besten, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Aus medizinischer Sicht ist es sicherlich am besten, zwischen 20 und 30 Jahren Kinder zu bekommen. Aber es gibt ja auch Mütter, die über 40 sind und noch Kinder bekommen. Ich würde so gerne endlich Großmutter werden. Ich habe meinen Sohn, er ist jetzt 26, schon öfter darauf angesprochen, versteckt, aber auch schon direkt und offen. Aber ich glaube, er fühlt sich noch nicht bereit dazu, Vater zu werden. Die richtige Frau hat er ja schon gefunden. Aber ich glaube, sie möchten ihre Zeit noch zusammen genießen. Denn wenn Kinder da sind, da werden sie nicht mehr so viel Zeit füreinander haben. Obwohl ich sie unterstützen würde, das habe ich ihnen auch immer wieder gesagt. Wenn ich nachfrage, sagen sie auf jeden Fall immer nur, ja, ja, wir haben doch noch Zeit. Ja, also ich habe mit dem Thema Kinder bekommen keine Probleme gehabt. Männer können ja auch mit 80 oder 90 noch Kinder haben. Frauen haben es da viel schwerer. Sie müssen sich ab einem gewissen Alter wirklich entscheiden, ob sie Kinder wollen oder nicht. Ich selbst bin jetzt 50 Jahre alt. Meine Frau ist 42 und wir haben zwei Kinder, zwei Töchter. Ich bin wirklich froh, dass ich ein Mann bin. Die Frauen haben es da wirklich nicht leicht. Ich habe mein erstes Kind mit 18 bekommen. Ich glaube, heutzutage ist das sehr früh. Die meisten bekommen ihr Kind wohl mit 30. Dann, wenn sie ihre Träume gelebt haben, gereist sind, eine Ausbildung oder ihr Studium beendet und gearbeitet haben. Ich denke, das richtige Alter zum Kinderbekommen gibt es nicht. Das sollte wohl jedem Paar selbst überlassen werden. Sie wissen am besten, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Aus medizinischer Sicht ist es sicherlich am besten, zwischen 20 und 30 Jahren Kinder zu bekommen. Aber es gibt ja auch Mütter, die über 40 sind und noch Kinder bekommen. Ich würde so gerne endlich Großmutter werden. Ich habe meinen Sohn, er ist jetzt 26, schon öfter darauf angesprochen, versteckt, aber auch schon direkt und offen. Aber ich glaube, er fühlt sich noch nicht bereit dazu, Vater zu werden. Die richtige Frau hat er ja schon gefunden. Aber ich glaube, sie möchten ihre Zeit noch zusammen genießen. Denn wenn Kinder da sind, da werden sie nicht mehr so viel Zeit füreinander haben. Obwohl ich sie unterstützen würde, das habe ich ihnen auch immer wieder gesagt. Wenn ich nachfrage, sagen sie auf jeden Fall immer nur, ja, ja, wir haben doch noch Zeit. Ja, also ich habe mit dem Thema Kinder bekommen keine Probleme gehabt. Männer können ja auch mit 80 oder 90 noch Kinder haben. Frauen haben es da viel schwerer. Sie müssen sich ab einem gewissen Alter wirklich entscheiden, ob sie Kinder wollen oder nicht. Ich selbst bin jetzt 50 Jahre alt. Meine Frau ist 42 und wir haben zwei Kinder, zwei Töchter. Ich bin wirklich froh, dass ich ein Mann bin. Die Frauen haben es da wirklich nicht leicht.